Na, es ist wieder Pokémon-Zeit und ich habe offline mal schön trainiert. So, einiges trainiert. Ja, ihr habt es gerade gesehen, ich habe einen Enteron jetzt endlich. Und ich habe Totepaar noch ein bisschen trainiert. Ich habe jetzt mittlerweile Blättertanz erlernt, seit kurzem. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg zum... Oh, verdammt, mir fällt gerade ein. Ja, zum Arktos. Habe ich gerade vorgehabt. Ja, nach dem Kampf. Na wohl, Moment. Ja, ich hatte es wirklich vorgehabt, aber ich glaube, wir machen eine Planänderung. Wir gehen zum 8. Orden. Wir machen uns dann auf den Weg dann zum 8. Orden. Dann zur Pokémon Liga. Arktos und Lavados. Können wir danach noch machen. Das eilt ja nicht. Und es wird jetzt eh so viel zu lang dauern. So, Taubos fliege uns nach Fatania City. So schnell die Pokémon aufladen und dann geht's weiter. Tja. Hopp, Schnecke, mach schneller. Nun, ich habe mal wieder ein paar Runde Modellwerfer 2 gezockt. Und ich habe mich höllisch aufgeregt. Nur Idioten in der Lobbys gefunden. In der einen Runde so bei Sun zerstören. Waren noch paar 2-3 Stück übrig. Dann verstecken die sich wie Kleinkinder, haben Angst, dass sie sterben könnten. Das war so zum Kotzen. Ich dachte, wo sind wir hier, Alter? Das ist doch Call of Duty, Mann. Das ist kein Baby Born oder Harvest Moon oder was weiß ich, wo man da gemütlich spielen kann. Keine Ahnung. Wissen. Das war einfach nur die Hölle. Alter. Und dann noch ein paar andere Runde. Jeder hatte keiner Tier im Park dabei gehabt. Haben wir auch bum 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 gehört, das war dann nicht mal schön. Wenn es so weiter endet, geht, das kann man ja dann noch hinschmeißen, das Spiel. Bald kommt nächste Woche, kommt Black Ops 2 raus. Hoffentlich ist das wenigstens besser. Holen werde ich mir natürlich, aber sobald natürlich nicht. Tja, dass es jetzt verwirrt ist. War ja klar, aber dafür gibt es ja Hyperheiler, was man in den letzten Part rausgefunden hat, dass das funktioniert. Das wusste ich echt nicht und das ist echt praktisch. Nun gut. Nun. Wir brauchen noch ein 6. Teammitglied. Eins von meinen Pokémon war auf der Box rumgegangen. Sind nicht wirklich wert. Also mir gefallen die nicht unbedingt. Hoffentlich finden wir unterwegs noch Richtung Top 4, irgendeins. Das wäre nämlich sehr hilfreich für uns. Vor der Segelstraße gibt es ja auch nochmal Pokémon, die man fangen kann und... Tja. Vielleicht hoffe ich mal, dass wir da noch was Schönes finden. Und jetzt mal das Pokémon auswechseln, bevor Tulipan wieder verwirrt ist. Dann erreiche ich sogar Level 45, yeah. Na, Knocker kommt da jetzt. Lass uns einfach mal Tauboss ein, das klappt schon. Tja. Jetzt sage ich gerade so viel. Tja. Ich besiege meinen kürzeren Zeit. Ich bin mal gespannt, wie der Kampf gegen Giovanni wird. Bin mal echt gespannt. Meine Pokémon sind ja erst so 44, 45, höchstens 46, gut, unser Glurak ja. Und die Pokémon sind ja schon fast 40. Also, bevor ich die Top 4 durchmache, werde ich noch jede Menge trainieren dürfen. Darauf freuen wir uns doch alle schon. Naja, hauptsächlich nur ich. Ihr seht ja nicht, wie ich trainiere dann. Das nehme ich ja offline auf, weil es ja viel zu lange dauern wird. Und das war ja doch so klar, dass der Hilbert reinsetzt. Mann, Hideo, muss es sein?
Sei ich fast fertig mit deinem Pokémon und dann kommst du mit so einem Scheiß. Nun gut, Tauros macht es trotzdem noch fertig. Hoffentlich, Alter, das sieht gerade irgendwie ganz schön brenzlig aus für ihn. Warum sieht es jetzt weniger als vorher? Das kann nicht sein. Und seine Attacken sind natürlich sogar ein bisschen mehr. Ich hoffe mal, dass er jetzt keinen Volltreffer macht, sonst bringe ich ihn um. Er hat einen Volltreffer gemacht, aber er hat's überlebt. Unser Tauros hat's überlebt. Zum Glück. Das war wieder haarscharf, Mann. So, schnell mal aufladen hier. Volle Kanne. Tja, gestern habe ich ja noch schön Teenage Mutant Ninja Turtles angeklotzt und es war göttlich wie immer. So wie man die Serie und die Spiele so schön kennt. Oder die Anime, doch, Serie habe ich ja schon erwähnt. Wer es verpasst hat, hat halt Pech gehabt. Macht halt nichts. Ist auch sehr früh, hat angefangen, glaube 10.30 Uhr war es oder so. Und so wie jeden Sonntag wird auch um 10.30 Uhr wieder anfangen. Die neueste Folge. Ich glaube um 18.30 Uhr kommt eine Wiederholung oder so. Also könnt ihr nachschauen. Teletext und Internet sagt euch alles, was ihr wissen müsst. Ansonsten habe ich nichts Großartiges Neues zu erzählen. Tja, das könnte man erzählen. Was könnte man noch loswerden? Tja, morgen kommt Halo 4 raus. Da freuen sich auch sehr viele. Ich mich natürlich auch, so nebenbei gesagt noch. Bin mal gespannt, wie es weitergeht und was für eine böse Kraft da erweckt worden ist. Oh, wir haben zufällig das richtige Pokémon ausgesucht. Das war echt nur Glücksfall. Ich dachte mir eigentlich halt so Kampf-Pokémon irgendwie, so Boden-Pokémon eher, aber dann kommt er mit einem Rihorn. Wow. Ja. Nach der Top 4, nach dem Kampf geht's weiter zu dem Ass-Trainer hier, wo man jetzt mit Glurak so schnell wie möglich besiegen, weil der andere hat ja schon Stress gemacht mit dem Knocker. Ja, still, zeichnet, macht ein Blabla. Ich habe irgendwas Falsches gelesen, aber egal. Nun gut, jetzt soll er sein Knocker mal wieder besiegen. Wir flambieren ihn, ob das schmeckt, bezweifle ich mal ganz stark. Und dass das überlebt, war nur Glück. Tja, und jetzt wäre er aufgeschlitzt. Hopp, komm schon. Und nochmal Flammenwurf, dann ist es weg, dieses Knacker. Und was hast du nun als Pokémon? Als nächstes werden wir ein Rihorn besiegen, wie unser Aquana natürlich. Einmal Aquavelle und es ist fertig. Besiegt. Sagen wir mal so. Schon krass, dass es Level 44, 180 KP hat. Und Glurak ist Level 46 und hat noch nicht mal so viel, weil ich es gerade richtig gemerkt habe. Müssen wir mal nachschauen. Als nächstes kommt Knocker, das passt ja. Kann man wieder Pyro einsetzen? Ja, der hat nur 144. Wir könnten ihm der KP Plus geben, aber wir brauchen solche Steroide Zeugs da nicht. Das ist total unnötig. So, Flammenwurf. Und tschüss, Knocker. Ein Nidorina, dann lassen wir mal Pyro auf der Flammenwurf, dann ist es mit Sicherheit ein... Oh, wo nehmen wir es jetzt mal? Oh, Kanade ein. Kanonade, so meine ich. Der Tag ist ja so schön. Ein Nidoqueen, natürlich wechseln wir da aus. Es muss jetzt einfach mal gewechselt werden. Ich hoffe, dass Tauros es hinkriegt. Normalerweise schon.
Und Flügelschlag. Oh nein, das ist doch noch vergiftet. Ach, egal. Unser Taubsi, Tipsi, was da steht, geht das schon hin. Scheiß auf Vergiftung. Ruckzuckhieb. Vielleicht hätte man ihn heilen sollt. Setz Body Slam ein und dann kommt der Gift wieder dazu. Ah, ich dachte gerade schon, Gift geht daneben, hä? Tja, natürlich wollen wir es nicht riskieren und heilen es. So, Body Slam schon wieder. Und wir kommen jetzt mit Pflegeschlag und jeder Queen müsste besiegt sein. Hoffen wir mal das Beste draus. Und natürlich nicht. Na toll, jetzt kommt er mit seinem scheiß Fieber dran. Gut. Dann setzen wir eine Klurak ein. Was soll's. Ich warne dich, ey, du setzt jetzt keinen Übertrag ein. Ionet, jetzt setzt da keinen Übertrag ein. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt ist es noch paralysiert. Also er macht uns echt nicht leicht. Und weg ist es trotzdem, sein letztes Pokémon. Tja. Jetzt muss er natürlich heilen. Und kämpfen gegen den nächsten Trainer. Nächste und letzte wahrscheinlich, bevor wir gegen den Arena kämpfen. Das machen wir natürlich in dem Part natürlich noch oder nicht. Mal schauen. Also von der Aufnahmezeit ist schon wieder gute 12 Minuten. 12, 13 Minuten. Ach, wir machen jetzt mal den Kampf, wo jetzt kommt, und dann sehen wir weiter. Ach, die sind noch vergiftet, gut zu wissen. Ach. Ich dachte, die hätten wir auch schon geheilt. Und jetzt geheilt. Auf zum letzten, vorletzten Trainer, denn den hier kommt auf uns zu. Ich bin der Karate-König in deinen Träumen. In deinen Träumen bist du das. Mann, verdammt. Ich hasse das, wenn ich mich verspreche oder irgendwas sage, wo keinen Sinn macht. Nun gut. Das war Nummer 1, jetzt können wir nochmal 2 und 3, da da la la. Und Machado, natürlich. Level 38, oh mein Gott, hast du noch ein Machado, ist ja nicht schlecht. Haben wir noch nicht gesehen, jo, und Level 45? Nein, aber danach. Tja, ich frage mich echt, was das erste Pokémon von Giovanni ist. Ach komm, das ist der eine KP, muss das sein? Und die Vergeltung zieht es jetzt so viel ab. Und Druck zu Keep und Schuss. Tja, jetzt tue ich mal die Aufnahme unterbrechen, gehe schnell Pokémon-Sender und wir sehen uns vor Giovanni wieder. Bis gleich. So, da sind wir bei Giovanni und wir setzen mal Arcana als erstes, weil wir denken, dass er doch als ersten Rionan hatte. Sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ist ja jetzt mal gleich, was der so Schönes als erstes hatte. Und ja, wir machen ihn natürlich fertig wie Sau. Ah ja, er hatte Rion. Gut, dann landen wir richtig. Und werden ihn eiskalt vernichten. Scheiß drauf, ob seine Pokémon stärker sind als meine vom Level her, aber wir machen trotzdem platt. Da war schon das erste und jetzt bitte das zweite ist ein Dictry. Ist auch ein Bodengesteins-Pokémon, das passt ja gut. Und, oh, ja. Komisch, dass Dictry schneller ist als Aquana, aber egal. Einmal Aquarelle und er ist besiegt mit Sicherheit. Sag ich doch. Hätte mich gewundert, wenn nicht. So, was ist dein drittes Pokémon? Und Aquana reicht Level 45. Yeah. Können uns gut noch erinnern, wie es Level 25 mal war. Und jetzt kommt schon ein Little Queen. Wir setzen Klurak ein. Dieses scheiß Gift-Pokémon muss man so schnell wie möglich besiegen können. So. Ja, das sieht doch gut aus. Noch einmal Flammenwurf und es ist weg. Das war ja so klar, dass ich auf die Idee kam, um Hypertrank oder Top-Genesung oder Top-Trank irgendwas derartiges einzusetzen.
Und fast Level 47. Wow, noch ein Viehhorn. Das ist ja mal praktisch viel Aquana heute. Unser letztes Pokémon ist natürlich Kangama. Also, jetzt ehrlich, trotz dass er der 8. Arena-Leiter ist er ganz schön schwach. Hat kaum was drauf. Er hat mich bis jetzt nur zweimal angegriffen und... Was, Nidoki? Was mit seinem Kangama? Hat er es einfach auf dem PC gelassen oder also oder freigelassen oder was ist das für ein Idiot? Level 45 gegen 46. Damit schneller geht's jetzt mal Lorakanade ein. Und unser Glurak erreicht Level 47. Yeah! Somit haben wir unsere 8. und letzte Orbe. Und bevor ich den Part beende, wo jetzt schon gute 17 Minuten läuft, gehen wir jetzt in den Pokémon Center, holen uns Mew ab und schauen mal, ob der diesmal auf uns hört. Trotz dass er erst Level 35 ist, hört er gar nicht auf mich. Das ist schon schräg, aber okay. Schauen wir mal, ob das jetzt mal anders aussieht, wenn nicht. Scheiß auf dir, das Pokémon. Es hat mich echt schon gewundert, dass dieses Mio existiert bei mir auf dem Decks. Nicht Decks. Auf dem PC. Naja. Was soll man meinen? Das ist eine ROM-Datei und könnte ja sein, dass da irgendwas bearbeitet worden ist und keine Ahnung. Selbst wenn, wäre es mir eigentlich auch egal. So wichtig sind die Längen der Pokémon ja eh nicht. So, mal gucken, ob der nun auf uns hört. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da ist es. Ja, wir haben offline noch Raichu. Pikachu zu Raichu entwickelt. Einfach für den Decks zu füllen. Da fällt ja auch nicht, was Ophelia ja schon erwähnt. Und gucken wir mal, ob sie auf uns hört, das kleine Ding. Geh mal einfach da runter, ist egal was mit Pokémon jetzt kommt. Zeig mal, so, Taubsi, was du so drauf hast gegen unser Mew Level 35. Also wenn Taubsi gewinnen sollte, das wäre Hammer. Ah, wendet sich ab. Gut zu wissen. Scheiß drauf. Scheiß auf Mew, Alter. So, schmeißen wir es wieder runter, holen Mascholo ab, weil das brauchen wir ja unterwegs wegen des Siegerstraße. Ja, der letzte Part ging auch 20 Minuten. Irgendwie gehen die letzten Parts so, seitdem ich es kann. Mit der längeren Version. So gute 20 Minuten, die Parts. Und ja, mit Absicht mache ich es natürlich nicht, aber... Was halt. Nicht mal so viel und dann sind wir ja eh schon mit dem Let's Play leider fertig. Aber wir werden ja bald mit neuen Projekten anfangen und... Das wird ein Spaß. Mir jetzt gar nicht angefallen, weil ich noch dazu sagen konnte. Was, da kommt schon wieder? Müssen wir jetzt etwa kämpfen? Och nee, das ist doch ein Witz, oder? Nun gut, Wollo, dann kämpfen wir noch gegen den da. Was natürlich unerwartet kam, was ich nicht gewusst habe. Aber das werden wir schon hinkriegen. Zum Glück haben wir ja Klurak als erstes eingesetzt. Dann machen wir den kalt. Das hat mich echt gewundert, dass da jetzt Wollo aufgetaucht ist. Das habe ich echt nicht mehr gewusst. Ich dachte, ich gehe jetzt gemütlich in die Halle rein, speicher gemütlich und beende den Part. Aber nein, da kommt noch ein Rival auf uns zu und will uns besiegen. Das sehen wir natürlich nicht ein. Tja, dann geht der Part halt noch länger als erwartet, aber egal. Das überleben wir doch alle und wir setzen Schlafbuder natürlich ein. Wir sind doch nicht so blöd und... Kämpfen da mit dem Monstrum und natürlich geht's noch daneben. Willst du... Oh, Regentanz. Sonnentanz wäre mir lieber, aber Tulipan kann keinen Solarstrahl. Und Turtok, schlaf endlich ein, Mann. Nun gut, dann greifen wir halt an. Ja doch, an. Stimmt schon. Gigasauger und... Halt, stopp. Nix da, kein Besiegen hier. Wir brauchen Tulipan noch. Ist ja echt.
Es gefällt dir ja da allen, meinen Tulliban so direkt anzugreifen mit Volltreffer und geh down, du blödes Totok. Und schreck zurück, scheiße. Gut, setz mal Hypertrank ein, bevor Tulliban besiegt wird. Tja, jetzt versuchen wir es nochmal einzuschläfern, das darf einfach nicht sein. Schon wieder Volltreffer, Alter. Es geht mir deinen Turtok ab, Wolle. Das darf doch nicht. So, darf das hier nicht enden. Blöd, dass ich keinen Rücken mehr habe. Warum musste damals neu besiegt werden, Mann? Da hätte man ihn jetzt locker mit der Schockwelle besiegt. Nun gut, also, ups, das wollte ich nicht. Nochmal versuchen wir es mit Schlafpuder. Können wir ja... Oh, schreck zurück, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Komm schon, Tulipan, mach das jetzt endlich. Okay, doch, danke schön. Wirklich, danke schön. So, jetzt kommen wir mit Blättertanz. Ich hoffe, dass dein Turtok lange genug schlafen tut, dass mein Tulipan dich locker besiegen kann. Und? Das ist sehr effektiv, natürlich ist das sehr effektiv. Und Tulipan greift nochmal an. Keine Frage. Und tschüss, Totok. Schade, dass du nicht deinen Hyperdrang eingesetzt hast oder Top Genesung. Oder sogar Top Drang könnte auch sein. Aber dein Totok muss da jetzt leider doch drunter leiden. Und Tulipan kriegt ja mal gleich mal so viele Erfahrungspunkte. Tja, jetzt kommt ein Teamchen und wir hoffen, dass wir mit Aquana es besiegen können, da es ja die einzige Pokémon ist mit Biss oder beziehungsweise Unlichtattacke. Oh, zwei Level Unterschied nur. Nun gut, Biss, los, beiß ihn zu Tode und stirb ja nicht. Stirb nicht, nein, 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 nein. Alter, ihr und deine Volltreffer, Mann. Willst du mich verarschen? Natürlich muss ich jetzt erst aufladen, sonst verreckt es mir hier noch. Mal gucken, was Psychokinese ohne Volltreffer abzieht. Ah, das setzt sehr ein. Gut, das geht ja noch. So, jetzt setzen wir nochmal Biss ein und er setzt Aussetzer. Och man, das ist ein Witz, oder? Mach schon echt nicht leicht, Bolo. Nun gut, Aquarelle. Ja, setzen wir Aquarelle ein. Jetzt mal schauen, was Psychokinese ohne Volltreffer abzieht. Ah, 74 Kaffee, das ist abgezogen. Und deins wird jetzt besiegt? Jawoll. So. Oh, weil ich als nächstes um mir kommen mit unserem Klurak, wo ist er denn? Da ist er. Der muss noch einiges aushalten, weil jetzt gleich die Attacke sehr auf ihn einschlägt. Leider. Aber lieber auf ihn als auf Aquana, wo vielleicht besiegt werden könnte dadurch. Klurak halt sowas locker aus. Und oh, weil wir mit einem Schlag natürlich besiegt. Hätte mich gewundert, wenn er es überlebt hätte. Aber natürlich nicht so. Jetzt kommt bestimmt ein Akani, oder? Na, Rihan. Die letzten zwei Pokémon für Aquana, das passt doch mal perfekt. Aber bevor wir angreifen, du musst lieber noch aufladen. Sicher ist sicher natürlich. Ich habe doch keine Lust auf Verluste. Und der Part geht jetzt schon mittlerweile auf gute 24, 25 Minuten. Wow. Kaum zu glauben, dass es schon so lang geht. Normalerweise war es schon längst fertig, wenn der Kampf nicht dazwischen gekommen wäre, was wir aber nicht erwartet haben. Nun gut. Jetzt kommt ein letztes Pokémon namens Akane. Das ist bestimmt Level 48. Rate ich jetzt einfach mal. Was, Fukano? Immer noch ein Fukano? Alter, du hast 8 Orden. Machst du dich auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Oh, jetzt bin ich bzw. zur Top 4 und hast immer noch 8, ein Vulkano. Level 45. Schäm dich. Und weg ist es. Unser Aquana reicht Level 46 mit Sicherheit. Nicht? Oh, verdammt. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Ja klar, das ist gerade eben verloren, Mann. Aber wir müssen echt noch viel trainieren. Es
Jetzt rennen wir mal schnell zurück, laden unsere Pokémon auf, danach speichern wir endlich. Oh Mann. Dann machen wir uns auf den Weg durch die Siegestraße und nicht mehr lange, dann ist es echt schon vorbei. Spätestens Donnerstag oder Freitag auf jeden Fall, würde mich nicht wundern. Nun gut. Jetzt rennen wir das schnell ein. Kämpfen bestimmt hier noch gegen ein wildes Pokémon, wenn ja. Dann machen wir mal Aquana nach vorne, ihr wisst ja warum. Wegen der KP ein paar Erfahrungspunkte werde ich jetzt noch gegen ein wildes Level 3, okay, ich glaube, das wird nichts draus. Ruckzuck kippt. Mal gucken, ob das ausreicht. Bezweifle ich sau stark, aber. Oh je, meine, wie viel fehlen denn da noch? 67 Erfahrungspunkte, wow. Gut, lass mal sein, mache ich später mal. Ah, verdammt. Ein Mankey, ja, das hätte ich auch gern. Moment mal, wir sind auf eine neue Route, du könntest das doch fangen. Hier habe ich noch keinen Pokémon gefangen, merke ich doch gerade. Also machen wir unser Glück, schnell. Ach, scheiß drauf, besiegen wir es einfach, wenn man es ein andermal, das ist auch egal. Ruckzuck heb und tschüss. Wow, 31. Oh, nochmal. Mankey, Mankey, Mankey. Verarscht euch doch selbst, Mann. Ja, macht mir die Story so schwer. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber trotzdem. Ach komm, noch ein Pokémon, das machen wir jetzt einfach. Da ist es ja schon, das letzte Pokémon in diesem Part. Und ich erlöse euch gleich mal, das ist gut für euch und für mich auch, weil ich habe gerade keine Lust weiterzumachen. Der Part geht schon viel zu lange, echt jetzt. 188, yeah. So, da ist der Eingang, endlich. Und ich sag schon mal auf Wiedersehen, Entschuldigung, dass der Part gute 30 Minuten jetzt lang ging, glaube ich mal. Keine Ahnung jetzt. Und noch schöne Tage. Bis dann. Wo ist es dann?